Der 4. Juli 2023 war global der heißeste Tag seit Klimaaufzeichnungen. Der Juli insgesamt der heißeste seit Jahrtausenden. Doch während in Deutschland dieses Jahr eigentlich wenig davon zu spüren war, konnte oder besser musste man auf Sardinien 48,2 Grad Celsius messen. Der gesamte Mittelmeerraum kämpft seit Jahren mit zunehmender Hitze und Trockenheit. Spanien leidet unter Dürren und Steppenbildung. In Frankreich und Portugal entstehen immer häufiger Waldbrände. Auch Kanada und die Vereinigten Staaten kämpfen mit extremen Temperaturen und Niederschlägen. Ganz zu schweigen von Ländern des globalen Südens, vor allem in der Sahelzone, die die Auswirkungen der Klimaerhitzung noch drastischer trifft. Die Erde brennt. Der Meeresspiegel steigt. Die globale Erderwärmung schreitet ungebremst voran und die Klimakatastrophe rückt unaufhaltsam näher. Vermeintlich unaufhaltsam, denn wir wissen, was notwendig wäre, um die Katastrophe drastisch abzumildern. Wir wissen, was zu tun ist. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf null. Die Aufgabe des ewigen Wirtschaftswachstums. Die Rückgabe landwirtschaftlicher und industrieller Flächen an die Natur. Doch all das ist angeblich nicht möglich. Jedenfalls werden keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, diese Maßnahmen durchzusetzen. Stattdessen ist der globale CO2-Ausstoß 2022 auch im Vergleich zum Prä-Covid-Jahr 2019 erneut gestiegen. Und auch die Zerstörung der Natur, zum Beispiel in Form von klimawandelbedingter Wüstenbildung, fortschreitender Abholzung, die Bildung von Todeszonen in den Weltmeeren, die Vergiftung von Böden und Lebensräumen durch Pestizide und so weiter, schreitet konsequent weiter voran. Dies passiert nicht zufällig, sondern weil Lobbyisten wirksame Schritte gegen die Klimakatastrophe und Umweltzerstörung seit Jahrzehnten in nahezu allen Ländern blockieren. Und weil ein Ökosystem in unserer Welt erst einen Wert bekommt, wenn man es bei IKEA kaufen kann. Eine nachhaltige Produktionsweise ist mit kapitalistischen Grundsätzen unvereinbar, nach denen Mensch und Natur stets ausgeplündert werden müssen, um Mehrwert, sprich Profit zu generieren. Deshalb werden die Ursachen des dystopischen Pfades, auf dem wir wandeln, politisch immer noch nicht konsequent angesprochen, geschweige denn angegangen oder beseitigt. AktionärInnen und Superreiche, MilliardärInnen, stellen ihre Kapitalinteressen seit jeher über das Wohl der gesamten menschlichen Zivilisation und das Überleben anderer Arten. Und sie werden damit nicht von alleine aufhören. Wir werden sie aufhalten müssen, wenn wir diese Welt erhalten wollen. Wir müssen eine revolutionäre Bewegung aufbauen, die sich von der Herrschaft des Kapitals befreit und demokratisch und herrschaftsfrei eine neue Welt aufbaut, die dem Allgemeinwohl dient und das Wachstum alles Lebendigen lebt auf der Erde. Alles lebendige Leben auf der Erde fördert und nicht die Vermehrung des Reichtums einiger weniger. Diese Zukunft ist ungewiss, aber doch sicher aussichtsreicher, als die Gewissheit in den Abgrund zu stürzen. Es kann auch nicht sein, dass es leichter ist, das Ende der Welt zu akzeptieren, als das Ende des Kapitalismus. Wir brauchen euch. Schließt euch uns an. Kämpft mit uns. Für das Überleben. Von der Stadt Bonn fordern wir als erste Sofortmaßnahme gegen die Folgen der Erderhitzung alle Brunnen zu öffentlichen Abkühlungsstätten zu erklären. Viva la Revolution! Für das Überleben! Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion!